Also wir freuen uns, Ihnen heute richtig ausführlich den Hyundai Tucson mit Hilfe von Dennis hier vom Autohaus Walter aus Pforzheim vorstellen zu können. Wir haben aber auch eine Kurzversion gemacht. Wer sagt, 20 Minuten ist mir zu lang, da gibt es auch einen 5-Minüter. Und Dennis hat uns in einem anderen Film auch sämtliche Ausstattungslinien vom Hyundai Tucson vorgestellt. Dennis und ich, wir freuen uns hier im Autohaus Walter in Pforzheim, Ihnen den neuen Hyundai Tucson 2021 ausführlich vorstellen zu können. Somit, Dennis. Jawohl, wir planen ein längeres Video. Schnappt euch euren Kaffee, Tee, Wasser, je nachdem, auf was ihr Lust habt, und macht euch bereit. Bevor wir richtig durchstarten, wer es dann lieber doch etwas kompakter will, wir haben auch eine Kurzversion gemacht, die wir oben aufrufen können. Und Dennis hat in einem separaten Film auch sämtliche Ausstattungsvarianten des Tucson vorgestellt. Sie finden sowohl oben als auch in der Beschreibung im Text die Links dazu. Aber jetzt erstmal, wer den Hyundai Tucson noch überhaupt nicht kennt, Dennis, stellst du uns erstmal das Auto allgemein vor. Ja, also das Fahrzeug selber gibt es seit 2004, also natürlich nicht so, wie jetzt dasteht. Das ist nämlich mittlerweile die vierte Stufe, die es vom Fahrzeug gibt. Zwischendurch hieß er mal iX35, das war so die zweite Generation. Danach sind sie aber auch schnell wieder zurück zum Neon Tucson gekommen in dem Fall. Und ja, die vierte Ausbaustufe haben wir aktuell hier. Freue ich mich auch extrem, dass wir ihn endlich dastehen haben, haben wir lang drauf gewartet. Zuordnung, wir würden sagen, ist ein Kompakt-SUV. Ja, richtig, richtig. Also sprich, er ist immer noch schön handlich, unter 4,50 oder um die 4,5 Meter lang. 4,5 Meter, genau. Also kein Problem, genau, sich damit schnuffig durch eine Stadt durchzubewegen, aber trotzdem richtig viel Platz. Ja. Und was ich ja lieb, SUVs sind ja manchmal eine Kritik, aber dieses Höhersitzen ist halt einfach schön. Ne? Also nicht nur für die Bandscheibe, sondern auch die Übersicht. Ne? Ja. So, und es ist, glaube ich, eine riesen Erfolgsgeschichte. Ne? Ja, also das ist mit das erfolgreichste Modell bei Hyundai. Und da hoffen wir, und das Fahrzeug verspricht es auch, dass es genauso weitergehen wird. Ja, also gehört zu den meistverkauften Kompakt-SUVs weltweit. Hyundai hat da einen tollen Job gemacht, wo wir beide unheimlich stolz und glücklich drüber sind. Sie haben nicht nur irgendwie ein kleines Facelift gemacht, um zu sagen, ja, läuft ja schon super, sondern sie haben ja eigentlich alles überarbeitet, nochmal verbessert. Ja, richtig. Also komplett neues Fahrzeug haben wir jetzt hier stehen. Das werden wir jetzt im Video nochmal genauer erläutern. Einmal ringsrum, innen, außen, Runde fahren, alles erledigt. Ja, dann würde ich sagen, die Reise beginnt vorne und sie ist schon mal ein schöner Beginn der Reise. Ne? Ja, eben. Stell mal vor. Ja, wie wir schon hier direkt sehen können, wir haben hier die neue Front. Und da ist das Highlight, einmal die im Grill eingelassenen Tagfahrleuchten, LED-Tagfahrleuchten. Wenn die aus sind und das Fahrzeug steht, sieht alles grundsätzlich aus wie hier und verschwindet ineinander in dem Fall. Es sieht aus wie ein großer Grill, richtig, ne? Und dann macht es an und dann hebt es sich ab. Ja, und das sieht schon echt stark aus. Ja. Das sieht richtig cool aus. Ne? Ja. Die Hauptscheinwerfer, die sitzen auch hier unten in der Halogen- oder eben in LED-Technik, je nach Ausstattungsstufe. Und auch hier die Motorhaube, das geht schon los mit den Designlinien. Wir haben hier zwei große Höcker, kann man schon fast sagen. Und die Linie hier, die zieht sich einmal über die Seite. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Aber ein unheimlich markantes Bild auch. Ja. Ich glaube, wenn man das so rückspiegeln sieht, dann weiß man sofort, das ist er. Genau, ja. Da mache ich lieber Platz. Und es erwägt einfach wunderschön, finde ich. Also es ist für mich einer der schönsten SUVs, die es auf dem Markt gibt. Ne? Richtig, richtig. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir an die Seite, oder? Genau, machen wir es so. Jetzt stehen wir an der Seite, an der Flanke vom Hyundai Tucson. Und man sieht, hier macht Hyundai doch wieder einiges anders als die anderen machen. Heute will man alles symmetrisch und geradlinig haben und Hyundai sagt, nö. Ja, eben. Wir haben gedacht, gut, jetzt haben wir einen neuen Tucson rausgebracht, haben ein riesen Highlight bei der Front. Ja. Jetzt können wir die Seite nicht langweilig gestalten, sondern machen da genauso weiter. Und zwar gehen dann die Designlinien von vorne schön in die Seite über. Wir haben Designlinien, die zusammenlaufen, Wölbungen, die eben dadurch entstehen. Hinten geht es genauso weiter. Also ein riesen Highlight, keine langweilige Front, sondern man hat da wirklich ein richtig schönes, designtes Auto. Völlig ungewöhnliche Führung. Was ich persönlich unheimlich schön finde, Dennis, ist, dass man ja hier diese Partie auch mit dem Klavierlack quasi separiert hat, weil es einfach so dieses Coupé-Feeling macht, also auch nochmal sportlicher macht. Und jetzt musst du uns helfen, welche Ausstattungslinie? Wir haben jetzt hier 17 Zoll. Genau, das sind 17 Zoll. Das sind die kleinsten Felgen, die es jetzt hier bei dem Tucson gibt. Dementsprechend gibt es einmal noch die 18 und die 19 Zoll. Mhm. Wir haben ja noch mal zwei bzw. drei Ausstattungen drüber mit der N-Line, die dann noch später kommen wird. Und das wirkt dann natürlich mit größeren Felgen noch mal deutlich. Kann man es noch mal toppen, wobei so ist es auch schon richtig auf schick. Auf jeden Fall, ja. Du, wenn wir jetzt hier schon an der Seite sind, auch mit Maßen, wie hoch sind wir hier? Also hoch sind wir bei 1,65. Super. Ja, lang 4,50 Meter und breit knapp 1,86 Meter. Also dieser Anspruch, man ist kompakt, man kann damit wunderbar auch durch enge Straßen und Städten düsen, der ist erfüllt, aber wir werden trotzdem sehen, nachher innen richtig viel Platz. Jawohl. Wunderbar, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Bobbis. Machen wir so.
also bei der Fahrzeugklasse Kompakt-SUV habe ich immer das Gefühl, das ist die Fahrzeuge, da möchte man am liebsten Hintern greifen, ja, weil das sind immer so richtig schöne Heckpartien sind. Und der Tucson hat da auch wirklich auch nochmal einen draufgelegt, weil das ist einerseits, finde ich, unheimlich individuell und es sieht auch richtig gut aus. Jetzt stell dir uns mal vor, was wir hier alles sehen. Ja, auch hier alles neu designt und man kennt es eigentlich nicht mehr zum Vorgänger. So wie die Front, die Seite, so geht es eben auch das Heck weiter. Und zwar haben wir hier, das ist jetzt auch wieder ausstattungsabhängig, Select-Variante, wie vorhin angesprochen. Also wir sind in einer niedrigen Ausstattung. Genau, eine Stufe drüber gibt es eben die LED-Rückleuchten und da eben auch als Highlight dieses Band hier eben als Leuchtenband, was eben durchgeht. Okay. Genau. Das sieht allerdings, das sieht richtig auch nochmal ein Tick besser aus. Ne? Das ist auf jeden Fall. Also rein designtechnisch, wenn man darauf Wert legt, ist das natürlich nochmal eine Stufe drüber. Na, weiter geht's. Wir haben das Hyundai-Emblem nicht mehr hier unten irgendwo dran, sondern eben auch eben durch dieses LED-Band oben jetzt im Glas integriert. Und wir kennen schon, ja gut, was mache ich jetzt, wenn es regnet? Kein Scheibenwischer mehr mit an Bord. Der versteckt sich einmal hier oben drunter und kommt wie beim Nexo einmal von oben raus. Finde ich aber gut, weil die Scheibenwischer, die oldschool-mäßig, da hast du ja immer dann den Blütenstaub oder was liegen, ist immer dreckig irgendwie und tut ja auch ein bisschen die Optik nicht so ganz optimal zuordnen. Das ist wirklich, hier ist er ja völlig versteckt. Ja, schön aufgeräumt, dadurch wirkt auch alles sehr clean. Macht natürlich deutlich was her. Ja. Auch hier der untere Teil, auch hier haben wir nochmal neu überarbeitet, hier mit so leichten Rauten mit drin. Und das Thema mit angedeutete Diffusor. Und klar, hier, das ist natürlich auch ganz markant, was einfach dem Modell dann zugeordnet wird. Du, aber wenn wir ja schon hinten sind, dann können wir ja auch mal in den Kofferraum reinschauen. Eben. Denn mit Kompakt-SUV habe ich auch mal als Familienvater mit zwei Kids, da muss ja auch eine Menge rein können. Richtig, jawohl. So, öffnen. Gibt es auch wieder hier Ausstattung. Ich mache das jetzt hier per Hand. Gibt es natürlich auch einmal die unterstützte Variante elektrisch. Jetzt sehen wir ja schon, jetzt haben wir hier richtig Kofferraum, Volumen und das, was auch viele schätzen, dass hier keine Kante ist, ne? Weil es immer blub drüber und dass es hier ebenerdig ist. Schön, glaube ich, auch hier, um das abdecken zu können. Ne? Als Zack, Sichtschutz auch, perfekt. Jawohl. Und auch schön hoch. Ne? Genau, ist natürlich auch ein bisschen größenabhängig. Ich jetzt mit 1,84 komme hier auch noch gut runter. Treffer. Ja. So, ja, ich würde ein bisschen was zum Kofferraum erzählen, weil auch hier gibt es so die eine oder andere Neuerung. Mhm. Wir erkennen es schon hier an den Seiten links und rechts. Das sind Hebel. Genau. Wenn wir hier nämlich einmal ganz gemütlich dran ziehen, klappt der Spaß nämlich einmal um. Ja, dann mache ich das auch mal. Genau. Perfekt. Und dann würde ich schätzen, dann können wir das rausnehmen hier. Genau, das ist dann einmal seitlich reindrücken. Ah, okay. Und der Spaß ist draußen. Dann würde ich doch schon mal sagen, wenn wir schon so weit sind, Dennis, mach die Liegeprobe. Ja, aber kennen wir vom E20 schon, auch hier fäschen wir das einmal aus. So, Dennis hat kein Problem, sich hier auch mal theoretisch übernachten zu können, wobei wir ja kein Campingmobil haben. Genau. Was mir aufgefallen ist, was cool ist, es sind drei Einzelsitze, die ich umklappen kann. Ja, richtig, genau. Mittlerweile nicht mehr 60-40, sondern wirklich dreigeteilt in dem Fall. Weil ich habe zwei Kinder, ist es hinten voll, das ist auch tatsächlich ein Mehrwert, wenn man sagt, man kann nur ein Drittel quasi umklappen, weil man hat doch noch zwei Sitzpositionen. Genau, richtig. Aber ich würde mal sagen, Walter Liegeprobe wurde bestanden. Ja, man hat Platz. Ich könnte jetzt auch noch hier geradeaus reinliegen, in allen Positionen, von dem her. Also Daumen nach oben. Man ist auch begehrt wieder als Umzugshilfe. ist ja der Klassiker, um dieses Fahrzeug dann auch mal für als Transporter nutzen zu können. Genau. Perfekt. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir auf die Rücksitze. Also jetzt unsere Reise im Interieur beginnt im Fond, weil klar, gerade wenn man Familie hat oder so, wird man oft hier hinten auch sitzen. Ich glaube, du bist ja unverschämterweise viel größer als ich. Ne? Du bist über 1,80. Ja, 1,84 bin jetzt in dem Fall. Wobei, ist eher beim Stehen. Also im Sitzen jetzt immer irgendwas gerade, ist immer fast gleich groß schon. Ja, ja, aber wir haben hier richtig viel Platz und ich glaube, das sieht man auch, wenn man den Vorgänger, die haben auch nochmal im Interieur es deutlich aufgewertet. Wir sind hier in der zweitniedrigsten Ausstattungslinie. Ja, trotzdem, überall wo ich hinfasse, sind Touch-Materialien, das fühlt sich wertig an. Das ist einfach schön und bei Fahrzeugen in der Preisklasse ungewohnt. Ja, richtig, richtig. Also das fühlt sich echt alles sehr hochwertig an. Auch wenn wir jetzt im unteren Bereich hier jetzt aktuell noch etwas Hartkunststoff haben, fühlt sich es trotzdem hochwertig an. Also kein billiges Material. Ja, also wirklich ausprobieren. Das sind eigentlich eine Innenausstattung, die man eher in einer absoluten Premium-Klasse auch preislich erwartet. Ja. Was mir total gefallen hat, Dennis, ist ja,
dass ich die Sitze einzeln verstellen kann. In der Liegeposition, ja, richtig. Aufrecht und so. Das ist gerade, da ich oft leider mit der Familie lange Fahrten habe, tatsächlich etwas sehr Angenehmes. Ne? Ja, eben. Das ist also, wenn ich jetzt sage, gut, in meinen Rücken, dann setze ich mich ein bisschen gerade hin und sage, gut, ich bin jetzt etwas länger unterwegs, zack, gehe ich in die Liegeposition und gehe schlafen. Genau. Ja, und was heute einfach eigentlich fast schon Standard ist, wir haben hier überall auch USB-Anschlüsse, um mit dem Pad die Kids beschäftigen zu können, um das Handy aufladen zu können und dort zeitgemäß zu sein. Vom Design her, das sieht man hier auch wunderschön, wie sagt man dazu, Wangen oder wie würdest du den Bereich bezeichnen? Ja, die Türverkleidung. Türverkleidung, genau. Dieses Thema, was man ja vorne auch nachher, weil die ein ganz spezielles Belüftungskonzept, glaube ich, haben. Ja, richtig. Das wird hier auch einfach wertig aufgegriffen, indem man hier mit Klavierlack und einer Alu- oder mit einer Metalleinfassung diese Linienführung dann intern auch weitermacht. Ja, das ist so das Anfang oder Ende vom Wasserfall, was wir im ersten Video schon besprochen hatten, der sich ja eben vom Display vorne einmal komplett nach hinten zieht und es geht von den vorderen Türen bis hier nach hinten durch. Sieht schön aus. Einfach mal reinsitzen, ist richtig wertig. Ja, eben. Und auch der Platz. Wir haben es schon eingestellt, also ich sitze vorne meine normale Fahrposition. Wir merken eben auch diesen 1 cm mehr Radstand. Deutlich viel Platz. Ich kann hier ganz entspannt fahren. Wenn ich dann die Liegeposition habe, dann bin ich hier sehr entspannt unterwegs. Wunderbar. Jetzt würde ich sagen, Dennis, gehen wir nach vorne. Ins Herzstück, jawohl. Perfekt. Also ich glaube, wer bis jetzt Dennis und mir hier zugeschaut hat, hat schon gemerkt, dass wir unglaublich begeistert vom Hyundai Tucson sind. Und nochmal, das ist hier die zweitniedrigste Ausstattungslinie. Es gibt nochmal zwei höhere. Ja. Und Leute, es ist der Hammer. Also es ist wirklich Premium. Überall, wo ich hingucke und anfühle, es fühlt sich richtig wertig an und macht Spaß. Gut. Aber man könnte uns ja vorwerfen, wir wollen Werbung machen, wollen wir gar nicht, jetzt wollen wir es erklären. Ne? So, wir haben jetzt diesmal keine Automatikvariante, sondern einen Schalter. Wobei ich persönlich, denn ich finde die Automatikvariante noch cooler, weil es hier innen dann noch cooler aussieht. Ja, also es ist jetzt nicht so, man wählt zwischen Automatik und Schalter, sondern eben der Innenraum ändert sich dementsprechend auch nochmal. Und zwar fallen hier diese Verteilfüllungen, würde ich jetzt einfach mal sagen, weg. Was eher so klassisch ist, wie man es kennt, eine berühmte Sonnenbrille da reinwerfen. Ne? Genau, und diese ganze Thematik hier, die Mittelkonsole, die steigt etwas höher. Man hat eben dieses Shift-by-Wire, was im anderen Video schon angesprochen wurde, also kein Wählhebel mehr, sondern eben Knöpfe zum Auswählen, welche Automatikstufe ich haben möchte. Also wir blenden es ein. Ich finde, es sieht auch richtig cool aus. Ne? Arbeiten wir uns komplett durch, fangen mal im Himmel an. Da fällt mir schon auf, der berühmte SOS-Knopf. Jawohl. Hoffentlich braucht man nie, aber wenn man mal braucht, dann ist es cool, wenn man hat. Was verbirgt sich dahinter? Eben, also das ist einfach ein Sicherheitsfeature, falls es zu einem Unfall kommen sollte. Mit Airbag-Auslösung meldet er sofort Standort, die Rettungskräfte werden alarmiert. Aber ich kann auch manuell drücken. Kann auch selber drücken. Ich brauche Hilfe. Genau. Und dann meldet sich wirklich runter und hilft einem. Genau, richtig. So, jetzt ist, glaube ich, was ganz Exklusives beim Tucson ist das Belüftungskonzept. Das musst du uns jetzt erklären. Hier. Das sehen wir in diesem Streifen hier, glaube ich, an der Seite. Ne? Genau, genau. Das ist nämlich einmal als Designaspekt. Es geht einmal ringsrum auf beiden Seiten bis zu den hinteren Türen, was wir schon besprochen hatten. Und jetzt ist es eben so ein bisschen wie im Flugzeug. Also wir haben einmal die klassischen Lüftungsdüsen, die auf und zu gehen. Und dann haben wir aber auch noch wie so Diffusorpunkte, wo eben die Luft verteilt wird, man nicht so diesen kompletten Luftstrom abkriegt, sondern das alles sehr gedämmt passiert. Also sprich, ich kann die Raumtemperatur verändern, ohne eben den Luftzug abzubekommen, der ja auch unangenehm sein kann. Ich bin total heiß, es kommt die Aircondition, die kalte Luft knallt einem ins Gesicht und man denkt, boah, jetzt hole ich mir Nasennebenhöhlenentzündung, kann ich mir hier sparen. Man kennt es ein bisschen wirklich aus dem Flugzeug. Ja, genau, gesagt, ne? Genau. Die komplette Temperatur ist regelbar ohne Luftzug. Ne? Das ist sehr schön. Gut, dann kommen wir natürlich mit zum Highlight, dem digitalen Cockpit, der auch schon bei der zweitniedrigsten. Genau, hier ist das standardmäßig mit drin. Was nicht standardmäßig wäre, ist einmal hier dieses Navi. Das ist jetzt bei dieser Select-Variante Zusatzausstattung. Okay. Aber wir haben zweimal 10,25 Zoll, was dementsprechend natürlich sehr schick wird. Und es wirkt sehr aufgeräumt und übersichtlich. Wenn man sich ja erstmal ins digitale Cockpit oder wie sagt er, also Display richtig gewöhnt hat, dann ist es eine schöne Sache, weil es gibt mir alle Informationen kompakt zur Verfügung. Ich kann es aber auf meine Bedürfnisse, glaube ich, auch einstellen. Ne? Ja, es gibt so unterschiedliche Optiken, die man jetzt einstellen kann, eben auch über den Fahrmodi oder die Fahrmodi auswählbar. Eben einmal Eco, Normal, Sport. Dementsprechend passt sich auch die Optik an, in dem Fall von dem Display und auch in der Mitte. Wenn wir jetzt einmal hier am Lenkrad drücken, sehen wir eben, wie sich alles verändert von Navi-Daten, Fahrdaten, Fahrzeugdaten. Alles anzeigbar. Ah, das hast du schon einen interessanten Punkt angeklickt. Weil wir ja einen Mildhybrid haben, ist hier auch so eine Art Energiemanagement, also wo ich dann auch sage, hey, zeig mir mal, wie effizient ich fahre, weil ich möchte das Fahrzeug ja bewegen, ohne der Umwelt viel Schaden zuzufügen. Ne?
wunderbare Sache. Kommen wir aufs Lenkrad. Es ist definitiv ein Multifunktionslenkrad, was einfach Sinn macht, weil ich gucke auf die Fahrbahn und ich weiß, ich kann hier mit meinen Daumen alles steuern. Ja. Was kann ich alles machen? Ja, also wir haben auf der linken Seite Multimedia. Das geht von Sprachsteuerung, Telefonverbindung, lauter, leise, Sender, Liederwechsel. Und auf der rechten Seite die Fahrzeugdaten, die ich mir anzeigen lassen kann, aber eben auch die Geschwindigkeitsregelanlage mit Spurhalte- und Spurfolgeassistent. Wenn wir schon was mal alles machen können, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben, glaube ich, einen eigenen Film auch dazu gemacht, dass das Auto auch mit einer Hyundai-App verbindbar ist, wo ich wirklich sinnvolle Features drin habe. Ne? Ich glaube, wenn ich mein Auto verloren habe, die App findet es mir wieder. Genau, BlueLink, das ist eine Verbindung eben mit dem Navi auch. Ja. In dem Fall dann kann ich es auf dem Handy sehen, wo steht mein Auto, kann es abschließen, aufschließen, allem drum und dran. Ja, ich fand aber auch praktisch, dass man von zu Hause auch mal schnell sagen kann, ich will da hinfahren. Ja, ich sage dem Auto, du, ich will nachher schnell zu meiner Schwester da und da hinfahren und automatisch sagt er, du musst so und so fahren. Genau. Aber auch für mich, weil ich einen Fahrtenbuch machen muss, kann ich auch einfach ein Fahrtenprotokoll abrufen, wann bin ich wohin gefahren, mit welcher Distanz. Genau. Richtig gute Sache eigentlich. Wenn man sich daran gewöhnt hat, man will jetzt denken, was brauche ich da hinten im Auto, aber dann macht es doch richtig Spaß. So, denn jetzt gucken wir uns natürlich das Herzstück der Steuerung quasi ein, in der heutigen Zeit, wo ich so viel Funktion habe, dass hier, glaube ich, sehr elegant gelöst ist, dass ich im Zentrum ja hier über einen großen Touchbereich, aber auch im Funktionsbereich alles steuern kann. Kannst du dir uns mal vorstellen? Ja, also wir haben jetzt, wenn wir es vom Vorgänger noch kennen, das Display, was hier oben saß. Wenn wir dann in der Designsprache bleiben wollen, dass das hier einen Wasserfall darstellt, kann man sagen, das Display ist mit dem Wasserfall nach unten geflossen. Mhm. Ist jetzt also eher wieder unten mittig angesetzt. Und wir haben eben einmal das als Touchscreen und auch unten die einzelnen Optionen und Funktionen. Eben auch Klimabedienung geht über diese einzelnen Touchpunkte hier. Wir müssen aber nicht in irgendwie Extra-Menüs, sondern haben es direkt vor unserer Nase. Also das, was ich häufig benutze, einfach Knopfdruck, dann habe ich das, wie zum Beispiel Temperatursteuerung, aber wie jetzt komplexere Sachen, wie dass sich Navigation einstellt, Telefon nutzen und, die finde ich hier im großen Touchbereich. Gehen wir vielleicht mal im Schnelldurchlauf ein bisschen durch, was können wir alles machen? Ja, wir haben einmal grundsätzlich die Map, also die Navigation. Da wir jetzt in der Halle stehen, die dunkle Variante, das zeigt es natürlich auch in hell an. Wir haben einmal Splitscreen, den wir dementsprechend aber auch ausstellen können und die komplette Breite nutzen können. Wir können rüber zum Radio wechseln und eben da unsere Sender anhören. Die Einstellungen hat es eben in dem Fall hinterlegt, alles mit an Bord und unten drunter. Haben auch ein digitales Radio. Ja, das ist sowieso mittlerweile Standard, digitale Radio. Halt nicht bei allen Herstellern, bei vielen muss ich echt 300 Euro nochmal extra zahlen, wo ich denke, hallo, 2020. Jetzt aber mittlerweile, also im September ist gesetzlich auch vorgeschrieben. Also das mittlerweile kann man sagen, ist Standard. Sehr gut, okay, wunderbar. Du, aber schöne aufgeräumte Sache. Wir haben jetzt hier noch so Grundfunktionen wie Sitzheizung etc. Was ist das hier? Das ist Parkkamera, vermute ich. Genau, das ist die Kamera zum Aktivieren, einmal für die Rückfahrkamera in dem Fall. Wenn wir dann noch die 360-Grad-Kameras hätten, würde es natürlich dann die 360-Grad-Geschichte anzeigen. Ja, jetzt noch so ganz banale Sachen. Wir haben hier zwei Getränkehalter, aber wer viel fährt, wird dankbar sein. Jawohl. Pappbecher reinzumachen. Ich denke, wir haben hier einen Mittelbereich, genauso der Klassiker, wo ich dann meine Sonnenbrille etc. mit noch reinwerfen kann, Taschentücher. Genau. Ne? Ich habe hier zig Ablageflächen, für die ich dankbar bin. Ich habe hier auch noch klassisch 12 Volt und zwei USBs. Also alles eigentlich, was ich brauche zum Glücklichsein. Richtig. Und wenn wir es jetzt hier sehen, es gibt noch ein paar unbelegte Knöpfe. Ja. Die gibt es natürlich in den höheren Ausstattungsstufen, sind dann auch nochmal Funktionen hinterlegt. Und ich bin ja so ein bisschen der Fan von Beleuchtung und allem drum und dran. Ich sitze in dieser Ausstellung beim Select nicht mehr dabei, aber sobald wir höher gehen im Trend, haben wir 64 Farben LED wechselbar, dann ist hier auch nochmal alles ein bisschen beleuchtet. Ja, also denkt man immer, brauche ich sowas, aber es wirkt tatsächlich optisch unheimlich schön. Also wenn man sich dran gewöhnt hat, denkt man, oh, das ist schon eine gute Sache. Schon top, ja. Super, Dennis, aber jetzt würde ich sagen, machen wir eine kleine Probefahrt, um auch zu gucken, sieht er nicht nur gut aus, sondern fährt er auch noch toll. Genau, fährt er so, wie er aussieht. Gell? Super. So, jetzt gehört natürlich auch mit dazu, den Hyundai Tucson zu fahren. Jetzt haben wir hier, glaube ich, die 180 PS Benziner-Variante. Genau, als Schalter Multibrid. Als Multibrid-Schalter. Aber du hast vorhin mal das Gaspedal durchgedrückt, Halleluja, da geht was. Passiert was, genau. Also, wenn man mal Geschwindigkeit oder Kraft braucht, dann ist die auch da. Dieses Hochsitzen ist der Fahrzeugklasse geschuldet. Das ist einfach schön übersichtlich. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Auch bei der B-Säule, ich sehe viel. Ne? Ja, und du fährst gerade, wie fühlt es sich an? Ja, also gerade im Vergleich zum Vorgänger, es ist, man kennt es halt, wie du gesagt hast, dieses hohe Sitzen. Aber irgendwie gefühlt ist es doch noch mal ein bisschen entspannter irgendwie. Also gerade mit dem neuen Lenkrad, das fühlt sich echt toll an. Und natürlich mit dem neuen Innenraum, alles digital. Das wirkt sich natürlich beim Fahren doch auch drauf aus, ja. Ja, also wenn man jetzt hier gerade den Tachobereich anschaut und hier ist Navi,
schön aufgeräumt, nichts überladen, man fühlt sich wohl. Ja, ich fühle mich auch wohl, ja. Ja, auch die Lautstärke. Wir fahren jetzt hier, glaube ich, knapp 100. Schön still, können leise miteinander quatschen. Ja. Was man dazu sagen muss, als für mich jetzt auch die erste Fahrt jetzt im neuen Thürsen. Von dem her auch eine kleine Premiere. Kommt da die Emotion natürlich dementsprechend auch direkt gut rüber. So, jetzt hat das Fahrzeug ja auch schon in dieser Ausstattungslinie viele Assistenzsysteme. Manche, die zur Sicherheit beitragen, hoffentlich braucht man sie nie. Ja, also gerade wenn wir jetzt auf der Landstraße unterwegs sind, wir haben einmal eine Spurhalte- und einen Spurfolgeassistent. Okay. So, der Spurhalteassistent, der sorgt eben dafür, falls ich doch mal irgendwo zu nah an den Rand komme, dass er so leicht gegenkorrigiert, dass ich mich doch wieder in der Mitte von der Spur bewege. Und der Spurfolgeassistent, also wie der Name schon sagt, der folgt der Spur eben. Das heißt, ich kann ihn jetzt hier über das Lenkrad aktivieren, dann sehe ich vorne ein grünes Lenkrad und kann jetzt dementsprechend, hier haben wir zum Beispiel eine Kurve, kann jetzt hier meine Hände loslassen und er nimmt die Kurve von alleine mit. Was man so als teilautonomes Fahren bezeichnet. Ne? Richtig. Thema ist halt, nach ein paar Sekunden meldet er halt hier die Hände am Lenkrad lassen, da es eben halt auch in Deutschland nicht erlaubt ist, autonom oder teilautonom zu fahren. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir noch mal auf den Tacho-Bereich ein. Jetzt ist es, was sehr schön ist, wir haben Tag, es ist ja nicht eingebettet, oft hast du es ja in so einer Höhle drin, wenn die Sonne reinknallt, dass du dann nichts mehr siehst. Genau. Ne? Wobei das hier echt gut gelöst ist, ich sehe ja auch von extrem schräg und auch bei Tag nicht alle Instrumente perfekt, haben sie richtig gut gemacht. Ja, richtig, auch wenn man Licht drauf scheint oder sowas, man erkennt es immer, es passt sich auch mal vom Licht an automatisch. Und ich kann mir eben die Info anzeigen lassen. Ich bin zum Beispiel jetzt ein Fan, ich zeige mir gern an die Geschwindigkeit in digitaler Form. Da muss ich nicht immer gucken, wo ich jetzt gerade mein Pfeil, wie viel fahre ich, sondern mit einem Blick erkenne ich es dann direkt. Ich kann natürlich aber auch rüberwechseln zu meinem Assistenzsystem und sehe dann dementsprechend hier, so er erkennt beide Spuren und hält dann dementsprechend auch, hier können wir es dann nochmal testen, die Spur von alleine. Ich habe meine Hände nicht am Lenkrad. Natürlich sehr entspanntes Fahren. Perfekt, aber nochmal ergänzend. Leute, lasst trotzdem bitte eure Hände eigentlich am Lenkrad, auch wenn es diese Sicherheit-Feature ja gibt. Aber es geht ja nicht darum zu sagen, ich kann jetzt Guard spielen, sondern es geht ja darum, einfach Sicherheit zu geben, dass das Auto selber handeln kann, wenn es nötig ist. Richtig, genau. Wunderbar. Und du hast es, das haben wir jetzt leider in dem Modell nicht, das ist in der nächsten Ausstattungslinie, sind wir gerade durch einen Tunnel gefahren. Mit der Ambientenbeleuchtung hat das Auto eine unheimlich schöne Stimmung. Richtig, das würde da natürlich dann nochmal deutlich schöner rauskommen. Gerade von dieser Ambientebeleuchtung verschiedene Farben. Was ich aber auch hier ändern kann, ich habe einmal die Farbenmodus-Auswahl, die Taste wäre hier unten. Dann kann ich oben auch eben auch mein Tacho verändern, mein Tachobild. Ich bin jetzt im Eco-Modus unterwegs. Und dann kann ich natürlich hier auch wechseln. Jetzt bin ich im Normalmodus, rüber in den Sportmodus. Ich merke direkt, die Gasannahme kommt deutlich direkter und kann aber auch wieder zurück in den Eco-Modus und sage, ja, jetzt bin ich gemütlich unterwegs. Ja. Und ich kann nur wieder jedem auffordern, setzt euch in das Auto. Es fühlt sich einfach alles sehr, sehr wertig an. Es ist sehr, sehr bequem. Es ist auch leise. Ein tolles Fahrzeug. Und wer sich für diese Fahrzeugklasse begeistern kann, der muss sich einfach den Hyundai Tucson anschauen, weil er da sicherlich zum Besten gehört, was man so auf dem Markt bekommen kann. Für den einfachste Fahrzeug. Variante vorbeikommen, selber ausprobieren. Ja. Wunderbar. Dann sage ich, ich glaube, wir haben mit Hilfe von Dennis wieder einen großen Überblick verschaffen können über das Fahrzeug. Wie gesagt, nochmal der Hinweis. Es gibt einen separaten eigenen Film, wo wir auch nochmal auf die unterschiedlichen Ausstattungslinien, was kriege ich denn für welchen Preis mit eingehe. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Über jedes Like freuen wir uns. Und wir haben es bis heute tatsächlich geschafft, auch jedes Kommentar zu beantworten. Also wenn noch Fragen sind, ab in die Kommentare oder die Kontaktdaten von Dennis sind ja unten im Text drin, sich bei Dennis melden. Wir freuen uns, wer sich für das Fahrzeug interessiert, der dann zu uns kommt und sagt, komm, ich mache eine Probefahrt, das ist doch eine tolle Sache. Und ansonsten gibt es natürlich weitere tolle Themen hier im YouTube-Kanal vom Autohaus Walter, von vielen, vielen Filmen zum Thema Elektromobilität. Auch Hinweis, auch Hyundai kommt da mit einem neuen Kona raus, der der Hammer ist. Aber auch Thema wie Camping, wie Sportwagen, alles, was es rund um die Welt der Automobilität gibt. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hier im Kanal sehen. Ja. Dankeschön. Ja, ciao Leute.